Schlechte Worte können Imperien vernichten. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin Ram und in dem heutigen Ranked Game spiele ich Nasus auf der Top Lane. Das letzte Ranked ging ja leider verloren. Das war das, wo ich Garen gespielt habe. Ziemlich ärgerlich. Wir lagen gut in Führung und dann lief es hin, Disconnect. Dadurch das Spiel noch verloren. Aber naja, das wollen wir in diesem Game natürlich wieder gut machen. Ich denke mal, ich habe einen Swain als... Ach nee, Shyvana, der hat noch umgeändert. Master Yi mit Teleport und Smite. Okay, des Weiteren in meinem Team eine Sivir ADC. Azir auf der Midlane. Ich hoffe, der hat's drauf. Ich mit Nasus auf der Toplane. Rek'Sai im Jungle. Eine Zyra als Support. Naja. Ein Gegnerteam, eine Morgana als Support. Ich habe eine Shyvana als Gegner. Master Yi im Jungle. Kalista als ADC. Und eine Ahri auf der Midlane. Naja. Den pingen wir mal. Dann hoffentlich kommt er jetzt in eine Hufe. Ausgerechnet der Jungler. Ist natürlich immer toll, wenn der nicht kommt. Tja, Vasallen schon erschienen, Jungler noch nicht. Wenn alle Spuren verwischt sind, bleibe ich bestehen. Naja. Vielleicht sollte Shurima fallen. Dann verziehe ich mich schon mal auf meine Toplane. Nicht, dass ich den ersten Farm verpasse. Und dann mal gucken. Jetzt kommt er. Super. Jetzt muss er alleine klarkommen und ausgerechnet als Rek'Sai. Aber ich als Nasus brauche natürlich meinen Farm. Ich kann jetzt nicht mehr helfen gehen. Dann muss er den Azir fragen. Dein Geist ist leer. So, und immer versuchen mit der Q zu last hitten. Ich ziehe dein Na. Hit hat sie nicht mehr bekommen. Oh! Und ich habe gefailt. Ololo. Oh, den habe ich aber wieder. Es endet nicht. So, egal. Ordentlich eine verplätten. Habe ich zwar eine Q für sie verschwendet, aber manchmal ist das auch nötig. Ah, nicht die Vasallen alle tanken. So kann es weitergehen. Komm, komm, komm. Gleich ist die Q ready. Jawohl, First Blood. Auch mit der Q geholt. Damn it. Kommt er hier? Nee, nicht greedy geworden. Na, komm ruhig hier. Äonen vergehen wieder. So, jetzt gehe ich auch erstmal back. Erstmal meine kristalline Flasche wieder auffüllen. Oh, so kann es natürlich weitergehen. So, und dann hole ich mir... wo ist es? Das ist es. Mal mit Heiltränken aufgefüllt und schnell wieder auf die Lane.
komm. Ah, nicht mehr hingekommen. Mann, oh Mann, macht hier einen Krach. In der Vergangenheit. Oh, Mädel, ich will nur farmen. Einfach nur farmen. Die Vasallen nicht zum Tower ranpushen lassen. So, mal eine Q nochmal für sie. Und dann weiter farmen. Na komm, eine Q kriegt sie nochmal. So, und Level 6. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal in Ruhe eine Runde weiterfahren. Bis ich wieder genug Mana habe. Na, einmal kann ich noch nutzen. Zura Double Kill. Na gut, freut den ADC natürlich nicht so sehr. Und ich kann wunderbar in Ruhe weiterfarmen. 78 Stacks bis jetzt. Komm, Chris, auch nochmal eine Q. Alles wird. Ah. Oh, die wetzt hier ganz schön durch die Gegend. Und nochmal schön weiter die Q hochskillen. Und dann läuft das Ganze. Oh, Schaden macht's auch nicht wirklich. So, den großen will ich natürlich. So, das reicht. So, da reicht es noch nicht von der Abklingzeit. Ich habe auch schon Leute gesehen, die spielen mit Runen für Abklingzeit. Ah, kassiert zum einen vom Tower. Auch nicht schlecht. Naja, vom Farmen her, das klappt aber wirklich ganz gut. Das ist immer schön, dass man das als Nasus für die Q eigentlich immer genug Mana hat. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Das will ich lieber doch dann slow hoch. Na kommt. Bisschen runterpoken noch. So. Ah. So, den großen wieder auf jeden Fall mitnehmen. Jetzt wirklich mal ein bisschen Mana sparen hier. Ich will mich gar nicht mit der prügeln, Mädel. Bleib doch locker. Na gut, hat sich das mit dem Mana-Sparen erledigt. Vasallentanken ist zwar nie die schöne, aber ich will sie eigentlich nicht bis zum Tower vorpushen lassen. So,
So kann ich nämlich so geil farmen. Aber ich habe Teleport. Gehe ich, glaube ich, doch gleich mal weg. Ja, guter Zeitpunkt. Hab zwar noch ein paar Heiltränke, aber ohne Mana ist das Ganze doof. Und dann versuche ich zuerst das Frozen Heart zusammenzukriegen. Ja, die Boots nehme ich auch nicht diese, sondern die Ninja Tabis. Denke, mit Shyvana und Master Yi kann ich die eher gebrauchen. Gehen wir ganz in Ruhe weiterfahren. Ich denke mal, jetzt geht sie zurück. 168 Stacks. Törichte Worte. Außer dem ersten Kill ist hier oben natürlich noch nicht viel passiert. Aber ist mit Narsus ja eigentlich immer das gleiche. Mit dem nachher, glaube ich, auch schön Tanky bauen. Schaden kommt dann, denke ich, genug. So wie das bis jetzt mit dem Farm läuft. Ah, genau. Push wieder ein bisschen raus. Das ist gut. Das reicht schon. Mein Gott, nimmt die Schaden. Oh, da haben wir einen Yi. Na gut, hier ist sie weggekommen, hat aber auch alles ready. So, jetzt skill ich nochmal den Slow mit. Ein Heiltrank. Und dann geht das. So. 222 Stacks. Jetzt muss ich einen ausgeben. Jawohl, Flash raus. Und wir haben den ersten Drake. Auch sehr nice. Also besser kann eine Runde eigentlich gar nicht laufen. Für mich zumindest. Okay, ich habe vorne mal eine Runde warden. Nicht, dass der hier gleich wieder um die Ecke kommt. So, sogar am Tower gekillt. Ein Gegner wurde getötet. Und erstmal zurück. Mal sehen, das sollte jetzt eigentlich auch schon für Frozen Heart reichen, genau. So, als nächstes hole ich mir Geistessicht. Erstmal das Zündjuwel. Nochmal Abklingzeitverringerung. So, und wieder auf die Lane. Obwohl, da gehe ich vorher mal eine Runde jungeln. Der Gegner hat
umso mehr Farmen mit Narsus, desto besser. So, 255 Stacks. Ich denke, das ist vollkommen in Ordnung. Ich will doch nur den großen Mädel. Wow. War jetzt natürlich nicht so schön. Oh je. So weit unter einen Tower gepusht zu werden, mag ich natürlich nun auch nicht. So. Hat's aber ordentlich Druck gemacht jetzt. Vielleicht sollte. So, aber dann holen wir es uns mal nochmal. Jawohl. Narsus fett. Boah, komme ich nicht durch hier. Ich möchte aber eigentlich noch ein bisschen auf meiner Lane bleiben hier. Daher hole ich den Tower mal noch nicht. So, jetzt gehe ich aber erstmal weg. 3:0, sehr geil, sehr geil. Na, komme ich da noch weg? Ja, easy. So, was können wir denn nochmal verkaufen? Gar nichts. Hole ich mir erstmal meine Ninja-Tabis. Und auch gleich mal mit Homeguards. Und, wo ist es? Da. Bisschen Magieresi. So. Zack ich hin. Nö, 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 Mädel. Nö, nö. So, come on. Ah, nach unten ist er gelaufen, bestimmt worden. Ja, da ist er schon wieder. Ja, macht seinen Abflug. Ich glaube, die hat jetzt nicht mehr so die Lust. Ja, bei einem 0-3 gegen den Narsus. Kann ich das auch irgendwo nachvollziehen? Leute, was war denn hier los? Kein Gegner mehr da. Gehe ich auch mal mit in die Mitte. Mal gucken, da war die Shyvana. Oh oh. Narsus hat gefailed. Damn it! Fail! Big fail sogar. Das musste doch jetzt nicht sein. So ein schönes Spiel und dann so gefailed. Sollte mich schämen. Ja, den Tower kriegen wir auch. Na, sobald ich wieder lebe, bewege ich mich wieder auf meine Top-Lane. Einfach in Ruhe weiterfahren.
Hab ja Homeguards, da geht das Ganze ziemlich schnell. Oh, Drake ab. Zwischen Leben und Tod liegt go, go, go. Großen will ich. Oder nicht? Gegner haben den Drachen gekriegt. So, und jetzt pushe ich hier aber doch durch. Na, reicht noch nicht zum One-Hitten. Schade. Power Agro. So, da ist der Tower down. Gegnerischer ADC Blutrausch. Sieht man auch nicht gerne. Unserer terminiert. Ich pushe weiter. Na, warum kommt die hier so lowlife an? Und trotzdem gehe ich jetzt weg. Kalista kommt auch, habe ich gesehen. Ah, da ist auch schon der Yi. Ist aus einer anderen Zeit. Puh. Jawohl. So, und reicht schon für Geistessicht. Nice, nice. So, und dann holen wir uns mal Sterax Pegel. Oh, so viel Leben. So, und das Ward-Item. Ausbauen, auch immer ganz wichtig. Und ich gehe wieder auf meine Top-Lane. Vielleicht sollte Shurima fallen. Teleport habe ich. Na, da kann ich im Moment aber nicht hin. Oh, habe ich auch noch einen Red Buff gekriegt? Habe ich gar nicht gesehen. Den nimmt man natürlich auch so mit. Oh, oh, da reicht's nicht mehr mit der Q. Nice. Hat er sich den Morgana geholt. So, erstmal Warden gehen. Oh, Shyvana ist schon wieder bei mir. Kalista Berserker. Muss ich wieder zurück. Ah, muss ich ganz zurück. Schade. Aber da kann ich nicht weitermachen.
So. Oh, oh, Rexheim, mach keinen Ärger. Bin unterwegs. Ich muss auf jeden Fall richtig tanky gehen hier, das merke ich schon. Da fahren wir in Ruhe weiter, auch auf der Midlane. Oder auch nicht. Es gibt keine Dämmerung ohne Dunkelheit. Wenn sie es nicht zulässt, natürlich nicht. So. Jawohl. Jo, gehen wir mal Drake machen. Oder auch nicht. Tja. Der Asia AFK. So, den mal ordentlich schon mal eine verplättet. Fail Flash. Komm, komm, komm. Jawohl. Schöner Triple. Natürlich low on Mana. Rechte Worte können in Pferden vernichten. Muss ich erstmal weg? Oh, jetzt hat er das Spiel verlassen. Welch eine Überraschung. Na gut, dann baue ich doch nicht so ganz defensiv, sondern gehe noch auf Stärke der 3 Einigkeit. Kommt Leute, holt's euch. Oh, da haben wir nie. Ah, der kann uns natürlich nicht aufhalten. Aber allgemein wird das verdammt hart, wenn wir jetzt wirklich zu viert bleiben. Oh,
So, helfen wir der guten Zora mal. So. Und wieder back. Das können wir eigentlich nur deffen. Oh, dass der jetzt wirklich AFK gehen musste. Dann verkaufe ich meine Heiltränke. Dann gehe ich auf Stärke der Dreieinigkeit. Wir brauchen auch ein wenig Damage. Oh oh. Das ist jetzt nicht schön. Ja, alle 5 kann ich alleine nämlich auch nicht aufhalten. Gut, dass der Yi wenigstens schon seine Ult raus hat. So. Noch mal ein Slow drauf. Boah. Junge, Junge. Okay, er ist dann unterwegs. Nice. Ja, so ein fetter Narsus, der kann schon aufräumen. Ich habe Jahrhunderte gewartet. Okay, da kommen sie schon wieder. Oh, Zura, Vorsicht. Ah, geh ich doch erst nochmal back. Ja, bringt mir aber nichts. Kann doch nicht einkaufen. Und ich muss schnell zu meinem Team. 2300 Gold brauche ich. Oh. So, jetzt heißt es nochmal aufpassen hier ordentlich. So, jetzt wird's hart. Damn it. Ich bin Narsus, natürlich kann man da gewinnen. 78. Und Tod liegt die Unsterblichkeit. Damit. Schlechter Zeitpunkt.
Tja, müssen wir wieder deffen. Ah, ich hasse sowas. Spielen sie uns hier richtig aus. Und mit 5 gegen 4 auch nicht so schwer. Ich habe Jahrhunderte gewartet. Jetzt habe ich meine Stärke der Dreieinigkeit. Ich ziehe dahin. Und ab auf die Top Lane. Oh, sie haben Baron. Das heißt jetzt schnell zurück. Alle deffen. Das musste ja auch jetzt nicht mehr sein. Oder? Nee. Wird das Ganze extrem hart. Wer stört denn jetzt? Ja. Ja, aber nicht jetzt. Ja. Ja, mach ich. Oh. Ja, ausgerechnet im Teamfight. Gestört. Naja, was willst du machen? Ich denke, das Game geht sowieso verloren mit 4 gegen 5. Verdammt, hat so gut angefangen. Ho, ho, ho. Gegen 5 ist einfach so hart, aber wir haben es noch nicht verloren. Meine Würde wurde beerdigt. Oh oh. So. Die Unsterblichkeit. Das lassen wir uns hier nicht gefallen. Ja, so geht das nicht. Oh.
Oh Mann. Oh, muss ich erstmal weg. Puh, 2000 reicht noch nicht ganz. Nein. So, und back. Komm, komm, komm. Jetzt kommt es wahrscheinlich zum Endfight. Es gibt keine Dämmerung. Oh, ich hab Ulti. Nein. Ah. Tja Leute, so kann's gehen. Und was ihr von diesen ewigen AFK-Lern haltet, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, ihr schaut mal wieder rein. In diesem Sinne, bis bald, euer Ram.